Über das Thema Feature Extraction, wo ich eben so ein bisschen was bei Texten gesagt habe, im Zusammenhang mit Bildern könnte man sicher ganze Bücher füllen. Wahrscheinlich gibt es da auch ganze Bücher drüber. Da werden wir sicherlich nicht alle Methoden kennenlernen können, wie man Bilder vorverarbeiten kann, damit man sie gut in irgendwelche Machine Learning-Modelle reinpacken kann. Ich will Ihnen aber zumindest eine Methode mal gezeigt haben. Nicht, weil das unbedingt die wichtigste und beste Methode für Machine Learning ist, aber weil ich denke, dass man diese Methode auf jeden Fall mal gesehen haben sollte, wenn man Medientechnik studiert, weil die auch in sehr vielen anderen Zusammenhängen mit Medien auftaucht. Und weil ich da jetzt am Wochenende was für Sie gebaut habe, das muss ich Ihnen jetzt auch mal zeigen, wenn ich es schon gemacht habe. Es geht, wie die Überschrift schon sagt, um die sogenannte diskrete Kosinus-Transformation. Ich will Ihnen jetzt nicht die mathematischen Details erzählen, sondern ich will Ihnen versuchen, die Idee näher zu bringen, visuell. Und wir fangen mal mit einem ganz simplen Beispiel an. Die Idee ist, dass Sie Kosinusfunktionen nehmen, Kosinusfunktionen nennen. Wir fangen erstmal mit einer an und die an bestimmten Punkten samplen. Ich habe das hier in dem ersten Bild schon mal gemacht. Das ist die normale Kosinusfunktion, die Sie kennen. Ich gucke mir nur die Hälfte an. Bis die sich wiederholt, muss die ja von 0 bis 2 Pi laufen. Die läuft hier nur von 0 bis Pi, wie Sie sehen. Das ist diese blaue Kurve hier. Weil, wie Sie ja wissen, das, was dahinter kommt, eigentlich das gleiche nochmal ist, nur gespiegelt. Also man guckt sich sozusagen nur die interessante erste Hälfte an. Dann unterteilt man dieses Intervall von 0 bis Pi in gleich große Teile. Ich fange mal mit drei Teilen an. Das werden später mehr werden. Also wir haben das hier unten in drei Teile unterteilt. Und jeweils auf der Mitte von so einem Teil samplet man die Kurve. Das sind diese roten Punkte hier. Das heißt, Sie nehmen immer die Mitte von so einem Intervall und sagen, da nehme ich mir jeweils den Funktionswert. Jetzt stellen Sie sich vor, weil es ja um Bilder gehen soll, dass oben der höchste Wert, den die Kurve annehmen kann, die 1, dass das weiß ist. Und unten der tiefste Wert, den die Kurve annehmen kann, ist schwarz. Das bedeutet, die 0 in der Mitte ist mittleres Grau. Und diese drei roten Punkte, die ich jetzt habe, die sind, ich habe es ja drunter geschrieben, ungefähr 0,8 und ein Keks, genau 0 und das gleiche nochmal ein Minus. Das heißt, ich habe in dem ersten Kasten etwas, was nicht ganz weiß ist. Ist jetzt auf dem Beamer nicht so toll zu sehen. Das ist ein kleines bisschen dunkler als die Hintergrundfarbe. Dann habe ich ganz rechts etwas, was nicht ganz schwarz ist. Das können Sie selbst auf einem guten Monitor kaum noch sehen. Und in der Mitte ist wirklich das mittlerste Grau, was es überhaupt gibt. Genau die Hälfte zwischen 0 und 255. So, daraus bekommen Sie etwas, was ich mal einen Baustein nennen will. Also so einen Block. Stellen Sie sich vor, das wären drei Pixel in den drei Farben, die Sie hier sehen. Das machen Sie jetzt nicht nur mit der Sinuskurve, mit der Kosinuskurve, das war die hier, sondern auch mit der Kurve Kosinus von 2 mal x, das ist diese hier, die die gleiche Strecke sozusagen doppelt so schnell zurücklegt. Das heißt, auf dem Intervall von 0 bis Pi schafft die es, ihren ganzen Weg zurückzulegen, von 1 wieder bis zurück zu 1. Und sie machen das gleiche auch, das ist die linke Kurve, mit der Funktion Cosinus von 0 mal x. Die Funktion Cosinus von 0 mal x ist natürlich eigentlich total langweilig, weil 0 mal x immer 0 ist. Das heißt, da kommt immer konstant 1 raus. Das führt jetzt zu drei verschiedenen Bausteinen, die jeweils aus drei Pixeln bestehen. Bei der Kurve Cosinus 0 mal x, die hier links, kriegen Sie einfach dreimal ganz helles Weiß. Diese Kurve haben wir uns eben schon angeschaut. Und das ist die Kurve Cosinus 2 mal x. Da kriegen Sie in der Mitte tief schwarz, weil sie hier ganz unten gerade ist. Und hier kriegen Sie halt so etwas helleres Grau am Rand. Was man sich jetzt überlegen kann, ist, dass, wenn man das in Zahlen ausdrückt, das sind diese drei Werte, die man hier unten gerade noch sieht. 1, 1, 1 ist das hier, bla 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 und so weiter, dass diese drei Vektoren linear unabhängig sind. Das ist relativ leicht zu zeigen. Das bedeutet, dass, wenn Sie irgendein Bild in Häkchen haben, was aus drei Grauwertpixeln besteht, Sie dieses Bild immer zusammenbauen können aus diesen drei Bildern, aus einer sogenannten Linearkombination dieser drei Bilder. Sie können also quasi mit diesen drei Lego-Bausteinen jedes andere Bild, was drei Pixel hat, zusammenbauen. Warum ist der zweite Wert beim dritten Vektor eine Null? Der zweite Wert beim dritten Vektor, das muss minus 1 sein. Gut, ja, danke. Also das soll natürlich minus 1 sein, ja. Steht einfach falsch hier. Also Sie können mit diesen drei Bausteinen jedes Bild zusammensetzen. Ich zeige Ihnen das jetzt mal an einem Beispiel.
wir nehmen mal dieses Bild hier, also das sind Ihre drei Bausteine sozusagen nochmal, ein bisschen kleiner. Und ich möchte jetzt dieses Bild hier haben. Ich hoffe, das kann man auf dem Beamer noch so halbwegs erkennen. Und möchte das irgendwie zusammensetzen aus den drei anderen. Das heißt, ich möchte so eine Gleichung lösen, wo steht, dieses Bild erhalte ich, wenn ich Alpha mal diesen Baustein nehme, plus Beta mal diesen Baustein, plus Gamma mal diesen Baustein. Stellen Sie sich das so ein bisschen wie Farbmischen auf einer Palette vor. Ich nehme von dem einen Baustein Alpha und von dem anderen Beta und wenn ich das alles zusammenrühre, kommt das raus, was ich haben will. Wobei das Farbrechnen so ein bisschen anders funktioniert, muss man sich erstmal eindenken, weil das mittlere Grau ja Null ist, heißt das, alles, was ein bisschen heller als mittleres Grau ist, sorgt dafür, dass das endgültige Pixel heller wird. Alles, was ein bisschen dunkler ist, sorgt dafür, dass das endgültige Pixel dunkler wird. Sie können das aber einfach als mathematische Gleichung aufschreiben, dann kommt das daraus, was da steht. Das ist ein lineares Gleichungssystem, das lassen Sie lösen, dann kriegen Sie irgendwelche Werte für Alpha, Beta und Gamma raus, die dann da auch stehen. Ja? Und das würde dann bedeuten, dass Sie dieses Bild, was Sie haben wollten, zusammensetzen können aus diesen drei Teilen. Also das hier ist eigentlich der weiße Stein, das ist dann Alpha mal dieser Stein, das war unser ursprünglicher zweiter Lego-Baustein, so sieht es mal Beta aus und so das. Und dann können Sie halt, und das können Sie für jedes vorgegebene Bild machen, sofern es nur drei Pixel hat, das immer zusammensetzen aus diesen drei Lego-Bausteinen. Was Sie jetzt gemacht haben, technisch, sagt man, Sie sind quasi in ein anderes Spektrum übergegangen. Wenn Sie das Bild speichern wollen, können Sie entweder drei Farbwerte speichern, das ist so, wie man es klassisch macht, oder Sie hätten stattdessen diese drei Werte Alpha, Beta und Gamma speichern können und aus diesen Werten Alpha, Beta, Gamma hätten Sie das Bild später wieder rekonstruieren können. Damit haben Sie erstmal nichts gewonnen, aber das wäre eine andere Möglichkeit gewesen, drei Werte sich zu merken, aus denen man das Bild wieder aufbauen kann. Das, was ich jetzt für drei Werte gemacht habe, können Sie auch für mehr Werte machen, zum Beispiel hier mal für fünf Werte. Hier nehmen Sie also die drei Funktionen, die wir eben schon hatten, Cosinus 0 mal x, Cosinus 1 mal x, Cosinus 2 mal x. Dann nehmen Sie Cosinus 3 mal x und Cosinus 4 mal x. Das heißt, Sie erhöhen immer weiter die Frequenz. Weil das jetzt fünf Werte sind, unterteilen Sie unten die Gesamtstrecke in fünf Teile. Das heißt, Sie kriegen lauter solche Blöcke, die immer aus fünf Pixeln bestehen, die jeweils unterschiedliche Grautöne haben. Da könnten Sie jetzt wieder das gleiche Spiel machen. Sie könnten jeweils jedes Bild, was eine Aneinanderreihung von fünf Pixeln ist, aus diesen fünf Lego-Bausteinen zusammensetzen. Das will ich Ihnen jetzt nicht vorführen. Ich will Ihnen stattdessen lieber zeigen, wie man das richtig macht. In der Praxis macht man das so, wenn es um Bilder geht, dass man zwei Kosinuskurven rechtwinklig gegeneinander laufen lässt, weil man ja nicht sich immer so Bilder vorstellen will, die so längs angeordnet sind, sondern Bilder sind ja flächig. Das heißt, Sie machen das Folgende. Sie stellen sich eine Fläche vor, so wie diese hier, und lassen über dieser Fläche zwei Kosinuskurven laufen. Die eine Kurve, wenn Sie von hier gucken, ist die blaue hier, die hier so lang läuft. Und die andere Kurve, wenn Sie von der anderen Seite gucken, ist diese hier, die grüne, die hier lang läuft. Wenn Sie diese beiden Kurven miteinander multiplizieren, dann bekommen Sie diese Fläche, die Sie da sehen. Und jetzt machen Sie das Gleiche, was wir eben im Eindimensionalen schon gemacht haben. Sie unterteilen diese Fläche in 3x3 Teile. Dann haben Sie 3x3 Pixel. Auf jeden Pixel stellen Sie in der Mitte sozusagen Ihre Messsonde und gucken, wie hoch die Kurve an dieser Stelle ist. Wenn die Kurve an der Stelle hoch ist, wird das Pixel hell. Wenn die Kurve an der Stelle tief ist, wird das Pixel dunkel. Also kriegen Sie aus dieser Kurve, die Sie hier sehen, diese 3x3 Pixel hier unten. Und jetzt können Sie das Gleiche machen wie eben. Sie mischen verschiedene Kosinusfunktionen. Hier haben wir ganz einfach Cosinus x mal Cosinus y. Jetzt können Sie aber auch sowas machen wie Cosinus von 2x mal Cosinus von 2y. Dann kriegen Sie eine Kurve, die ein bisschen wilder läuft. Die sieht so aus. Kriegen Sie natürlich unten ein anderes Muster. Oder Sie können es total langweilig machen und Sie nehmen eine Kurve wie Cosinus 0x mal Cosinus 0y. Dann kriegen Sie einfach das hier. Oder irgendwelche gemischten Werte. Hier zum Beispiel in der einen Richtung läuft was, in der anderen ist es die langweilige Kurve. Hier ist zum Beispiel die Frequenz 2 mit der Frequenz 1 gemischt. Insgesamt bekommen Sie 3x3 Muster, die dann so aussehen wie diese hier. Ja? Also da können Sie dann nochmal, wenn Sie sich das mal auf der Website angucken, hier auf die Muster raufklicken, dann sehen Sie mal oben, wie das Muster entstanden ist, aus welchen Kurven. Und jetzt haben Sie das Gleiche wieder. Sie können jetzt
sowohl theoretisch als auch praktisch jedes Bild, was aus 3x3 Pixeln besteht, aus diesen neuen Lego-Bausteinen zusammenbasteln. Und das habe ich jetzt mal für ein paar Beispiele tabellarisch aufgeführt, damit man mal sieht, was da so passiert. Hier sind unsere Lego-Bausteine, die habe ich in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet, und zwar, das sollte ich eben noch sagen, wenn Sie diese Tabelle hier von links nach rechts durchgehen, dann sehen Sie, dass die horizontale Frequenz ansteigt. Hier ist gar keine Frequenz drin. Hier gibt es einen Wechsel von hell nach dunkel, wenn ich von links nach rechts laufe. Wenn ich hier von links nach rechts laufe, gibt es zwei Wechsel. Einmal von hell nach dunkel und wieder von dunkel nach hell. Das gleiche habe ich hier, wenn ich von oben nach unten laufe, dann habe ich eine vertikale Frequenz, die sich erhöht. Das heißt, wenn ich diese Tabelle von ganz links oben nach ganz rechts unten durchlaufe, also so schräg, diagonal, dann erhöht sich die Gesamtfrequenz des Pixelmusters darunter. Also das kann ich mir so vorstellen, dass je weiter rechts unten ich bin, desto unruhiger das Bild ist. Das sehen Sie da ja auch. Ne? Darum habe ich die hier in dieser Liste hier unten schon mal in der Reihenfolge ganz ruhig nach ganz unruhig angeordnet. So, und jetzt möchten wir ein Bild damit erzeugen. Und wir fangen mal an mit dem ersten, was Sie da sehen. Ich möchte dieses Bild erzeugen. Das ist natürlich ganz simpel. Dieses Bild ist genau das Bild. Das heißt, ich brauche von den neuen Lego-Bausteinen, die ich habe, nur einen einzelnen. Und ich habe hier ganz rechts in Blau mal angedeutet, welche Lego-Steine ich brauche und wie viel ich von jedem brauche. Hier brauche ich nur einen einzigen Lego-Baustein, nämlich den hier, der in der oberen Zeile in der Mitte steht. Jetzt nehmen wir ein etwas komplizierteres Muster, dieses hier. Das sieht so ähnlich aus wie das Muster, aber hat nicht die gleichen Grautöne. Damit ich aus meinen Bausteinen dieses Muster zusammenbasteln kann, muss ich ein bisschen hiervon nehmen und ein bisschen hiervon. Wenn man es ganz genau nimmt, nehme ich von diesem Weißen hier zwei Drittel. Das heißt, ich nehme etwas, was ein bisschen weniger hell als weiß ist. Und dann nehme ich dieses hier mit einem negativen Faktor zum Abtönen sozusagen, um das Ganze ein bisschen runterzutönen. Das heißt, ich brauche diese beiden Bausteine hier. Und jetzt können Sie das ein bisschen komplizierter noch machen. Nehmen Sie dieses Ding hier. Da haben Sie so ein horizontal verlaufendes Muster, das so ähnlich aussieht wie das, aber halt nicht genau so ist. Darum brauchen Sie drei Bausteine. Sie brauchen von dem ein bisschen was und von dem ein bisschen was und von dem ein bisschen was. Was man hier auch sieht. Sie brauchen von diesen drei Bausteinen ein bisschen was. Und jetzt können Sie sich schon denken, was passiert, wenn es noch komplizierter wird. Hier habe ich, kann man gerade noch so sehen auf dem Beamer, die gleiche Frequenz wie oben, aber unten noch so ein bisschen eine vertikale Frequenz dazugenommen. Darum brauchen Sie von den insgesamt neun Bausteinen schon fünf, um das zusammenzubauen. Und wenn Sie richtig komplizierte Bilder haben, wie zum Beispiel dieses hier, das einfach zufällig erzeugt wurde, dann müssen Sie zwangsläufig alle neun Bausteine nehmen und die irgendwie miteinander verquicken, um dieses Bild zu erzeugen. Allerdings, wenn Sie genau hingucken, sehen Sie, dass nicht alle Bausteine gleich wichtig sind. Hier zum Beispiel steht der Faktor davor minus 0,014. Das heißt, von diesem Baustein brauchen wir nur sehr wenig. Kann man auch daran erkennen, dass diese Ecke hier unten fast die Hintergrundfarbe ist. Wenn ich diesen einen Baustein jetzt weglasse, bekomme ich fast dasselbe Bild. Vergleichen Sie mal die beiden und da können Sie weder auf dem Beamer noch hier auf dem Laptop wirklich einen Unterschied erkennen. Das heißt, ich habe jetzt, das ist der Witz an der Sache, eigentlich Informationen weggelassen. Denken Sie daran, was ich vorhin gesagt habe. Sie brauchen eigentlich, um das Bild zu speichern, diese neuen Parameter, die jetzt Alpha, Beta, Gamma und so weiter heißen würden. Aber wenn ich von den neuen Parametern nur 8 nehme, dann bekomme ich als Resultat etwas, was eigentlich genauso aussieht wie mein Ausgangsbild. Das ist der Trick, der im Wesentlichen hinter solchen Verfahren wie JPEG oder sowas steckt. Sie lassen Informationen weg, aber auf eine clevere Art, sodass Sie mit Ihren Augen, also dass wir Menschen mit unseren Augen das nicht wahrnehmen können, dass wir da eigentlich reingelegt wurden. Und das macht man so, dass man die Bilder umrechnet, das macht diese Kosinustransformation, sodass man halt die Parameter zerlegen kann in Teile mit hoher Frequenz und Teile mit niedriger Frequenz, weil sich herausstellt, dass diese Teile mit hoher Frequenz in typischen Bildern selten vorkommen. Das werde ich Ihnen gleich an einem Beispiel zeigen. Und zwar nehmen wir mal wieder unseren guten alten Herrn Gauss, den hatten wir jetzt ja schon öfter. Ich habe hier links dieses Bild hier, ist das Originalbild. Das ist ein Bild mit 32x32 Pixeln. 32x32 ist 1024. In dem Bild sind 1024 Pixel drin. Das gleiche Bild habe ich hier nochmal hingezeichnet.
vergrößert. Das heißt, ich habe aus jedem Pixel 2x2 Pixel gemacht, damit man es besser sehen kann. Aber es geht eigentlich um dieses Bild hier. Und hier sehen Sie zunächst mal das Gleiche, was wir hier oben auch hatten. Die Verteilung der 1024 Parameter. Da können Sie schon sehen, dass wichtig eigentlich nur die links oben sind, während hier unten alles fast so aussieht wie der Hintergrund. Also da bekommt man schon so eine Idee davon, dass man sich wohl darauf beschränken kann, nur einen Teil der Parameter wirklich zu übernehmen, um das Originalbild zu rekonstruieren. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie das Originalbild rekonstruiert wird, indem ich Schritt für Schritt in schräger, also in diagonaler Richtung, wie ich das eben angedeutet habe, diese 1024 Bausteine durchgehe, die jeweils mit ihrem Parameter mal nehme und so nach und nach additiv das Bild wieder erzeuge. Das mache ich, indem ich diesen Slider hier unten weiterschiebe. Machen wir es mal ganz langsam. Wir sehen jetzt den ersten Schritt. Das ist die langweilige Kurve ohne Frequenz. Die ist weiß. Das ist hier sozusagen der eigentliche Lego-Baustein. Das ist der Lego-Baustein mit seinem Parameter multipliziert, also mit Alpha. Und das ist das, was wir erhalten, wenn wir alle Bausteine, die wir bisher hatten, aufaddieren. Weil wir bisher nur einen Baustein hatten, sind diese beiden Bilder zurzeit noch gleich. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Das ist der zweite Baustein, von dem ich auch ein bisschen brauche. Jetzt kommt der dritte dazu und der vierte und der fünfte. Und jetzt kann man vielleicht schon so gerade so ein bisschen erkennen, dass sich hier anfängt, irgendwas aufzubauen, weil ich immer was drauf addiere. Allerdings wird es noch eine Zeit dauern, bis man wirklich was sehen kann. Darum mache ich jetzt mal Schritt für Schritt ein bisschen weiter. Was wichtig ist, was Sie dabei beachten sollten, dieses ist ja nur zur Illustration. Worum es uns eigentlich geht, ist das kleine Bild hier und das rekonstruierte Bild nochmal in klein. Also wenn es nachher darum geht, was können Sie eigentlich mit Ihren Augen wirklich sehen, dann sollten Sie nicht auf das Bild hier gucken, sondern Sie sollten auf das Bild hier gucken. Also ich mache mal weiter mit dem Durchlaufen hier. Also vielleicht bekommen Sie so eine grobe Idee davon, wie diese einzelnen Bausteine immer mehr Informationen zu diesem Bild beitragen. Jetzt lasse ich es mal ein bisschen schneller laufen und achten Sie mal hauptsächlich auf dieses Bild hier, wenn es jetzt schneller läuft. Da kann man schon einiges sehen, ne? Ich gehe jetzt mal ungefähr bis zur Hälfte. Wenn Sie jetzt die beiden kleinen Bilder vergleichen, gerade aus der Entfernung, die Sie da jetzt sehen, werden Sie wahrscheinlich mir zustimmen, dass man fast keinen Unterschied mehr sehen kann. Das ist nochmal die eigentliche Idee hinter solchen Bildkomprimierungsalgorithmen wie JPEG. Ich kann die Hälfte der Bildinformationen weglassen, wenn ich die vorher in den richtigen Bereich transformiert habe und kann trotzdem eigentlich keinen wirklichen Unterschied zwischen den Bildern erkennen. Wenn ich jetzt noch weiter nach rechts laufe, dann wird das Bild noch weiter im Detail aufgebaut, aber es ist für die Wahrnehmung mit dem menschlichen Auge irrelevant. Typisches Bild. Jetzt nehmen wir eins, was noch einfacher ist. Das hier. Das hat wesentlich weniger Details als das Bild von Gauss, was wir eben gesehen haben. Hier gibt es nur einige große Flächen und weniger Übergänge. Sie sehen das hier dran, dass hier oben, man sagt technisch, die Energie viel stärker verdichtet ist. Wenn ich das jetzt hier durchlaufen lasse, achten Sie wieder auf, wie sich das Bild aufbaut. Dann werden Sie sehen, dass schon ungefähr hier nach einem Drittel ich rechts eigentlich ein zufriedenstellendes Ergebnis bekommen habe. Ist jetzt Geschmackssache, wie weit man gehen will, aber ich denke, es wird klar, dass wenn man weniger Detail im Bild hat, man noch mehr sparen kann. Also man kann, das würde jetzt, wenn Sie so ein Programm wie Photoshop haben, dann können Sie da einstellen JPEG-Quality und dann können Sie einfach einen besseren Wert nehmen und das Bild noch kleiner machen. Das Gegenteil davon wäre ein Bild, in dem sehr viele Details drin sind. Das Extrem wäre weißes Rauschen. Dieses Bild habe ich einfach zufällig erzeugt, da habe ich 1024 zufällige Pixel reingemacht. Solche Bilder können Sie nicht komprimieren. Wenn Sie das Bild jetzt hier durchlaufen lassen und so aufbauen lassen wie eben, werden Sie sehen, dass bis fast ganz zum Schluss Sie tatsächlich immer noch Unterschiede wahrnehmen können. Es wird immer weiter aufgebaut und das Bild ändert sich sichtbar immer noch weiter. Und es dauert sehr, sehr lange, bis Sie irgendwas hinbekommen, was vernünftig aussieht. Also damit wird eigentlich auch klar, das werden Sie wahrscheinlich in der Praxis selbst schon erlebt haben, dass man manche Bilder gut mit JPEG komprimieren kann und manche nicht so gut. Das Verfahren ist nicht geeignet dafür, beliebige, theoretisch vorstellbare Bilder zu komprimieren, sondern es ist dafür geeignet, bestimmte Bilder
die einfach aufgebaut sind, zum Beispiel typischerweise Fotos zu komprimieren. Wobei, wenn Sie das wirklich in JPEG machen, passiert noch einiges andere mehr. Da wird erst nochmal, zunächst wird der Farbraum umgerechnet, das haben wir schon mal gemacht hier in der Stundenübung, in YCBCR. Dann werden die einzelnen Kanäle getrennt, transformiert. Dann findet eine sogenannte Quantisierung statt, das heißt, es werden Parameter gerundet. Und dann findet noch eine sogenannte Entropiekodierung statt. Also das Ganze ist schon noch ein bisschen komplizierter. Aber die wesentliche Idee ist die hier. Also wenn Sie das verstanden haben, haben Sie eigentlich verstanden, wie JPEG funktioniert. Für uns ist aber eigentlich auch wichtig zu verstehen, wie diese Transformation funktioniert, weil man die auch für Feature Extraction benutzen kann. Das zeige ich Ihnen jetzt nochmal kurz.